Selbstliebe hat sehr, sehr, sehr viel mit Eigenverantwortung zu tun. Und das ist das Problem, dass die Menschen das nicht verstehen, noch nicht ganz verstehen. Kein anderer kann uns das ersetzen, was wir uns selbst nicht geben können. Warum ist die Selbstliebe so wichtig für eine Beziehung? Nun, ohne Selbstliebe sind wir stets im Mangel. Das Gefühl von Liebe und Anerkennung in uns selbst ist nie gestillt und wir suchen diese im Außen. Fordern sie von außen, obwohl niemand sie uns schuldet, werden unzufrieden und es entstehen Konflikte in den Partnerschaften. Das ist natürlich unfair, denn kein Partner ist dafür geboren, uns die Liebe und Anerkennung zu geben, welche wir brauchen. Denn diese Kompetenz liegt nur in uns und in unserer göttlichen Natur. Dann können wir uns an dem Partner erfreuen und vor allem die Liebe, die der Partner uns entgegenbringt, auch tatsächlich wahrnehmen. Denn wir können nur die Liebe in der Partnerschaft in dem Maße empfinden und auch würdigen, welche bereits in uns vorhanden ist. Da die Vorstellung von Liebe, die wir erleiden, stets an Bedingungen verknüpft ist, sprich, mein Partner muss so funktionieren, muss die Laune haben, muss mich so auffangen können, wird man immer enttäuscht, weil niemand dafür geboren ist, uns auf Händen zu tragen. Dafür haben wir selber kraftvolle Beine.